Hallo, mein wunderbares Skorpion und herzlich willkommen zu deinem persönlichen Liebesdurchbruch im November hier auf The Funky Oracle. Ich grüße dich, wenn es dein allererstes Video ist, dann freue ich mich sehr, dass es dein erstes Video ist. Wenn du meine Arbeit schon kennst, dann großartig, lass uns weiter fortfahren und in deine Botschaften hineinschauen. Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, es ist deine Saison gerade und ich hoffe, du spürst all die Segnungen, all die liebevollen Botschaften von deinem höheren Selbst, von dem Universum, von anderen Menschen, wie gut das Leben es mit dir meint. Und dazu ist auch mein Beitrag. Ja, ich möchte dir, wie die Überschrift schon verrät, bei der Liebe helfen. Ich möchte, dass du eine glückliche, freie Beziehung erlebst in dieser Lifetime. Somit erlaube mir, mich mit deinen Energien zu verbinden, damit wir gleich reinschauen, wo hakt's noch? Ja, warum lebst du es nicht jetzt schon? Was kannst du tun? Und was kannst du lassen? Und ja, das sind so die Fragen. Ich verbinde mich nun mit deiner Energie und ich freue mich sehr, dass du es mir erlaubst. Und ja, ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Ich freue mich sehr. Ich möchte noch mit erwähnen, dass am 6. November ich ein grandioses Webinar ins Leben gerufen habe, woran du noch daran teilnehmen kannst. Da geht es um glückliche Beziehungen manifestieren. Unsere Katze freut sich gerade extrem über etwas. Vielleicht ist sie hungrig. Wow, zwei Schwerter, speak the truth. Sehr gut. Die Karte Suchende der Schwerter und die Karte spricht die Wahrheit aus. Ich habe ganz starkes Gefühl, dass ich dieses Leben schon gemacht habe. Das ist so krass. Und tatsächlich auch im Rahmen dieser Serie. Also ähnliche Karten sind bereits schon gefallen. Auch bei den Sternzeichen, das kann tatsächlich auch Jungfrau sein. Mega Übereinstimmungen. Des Schicksals, die Nummer 10 und vier der Schwerter, sieben der Münzen und 10 der Kelche. Yes, also hier geht es auf jeden Fall um eine Vermählung. Man möchte endlich sich mit seinem Geliebten sich zurückziehen. Also lass uns mal anschauen. Wir haben spricht die Wahrheit aus auf dem Kopf. Wir haben Suchende der Schwerter. Und das ist eine sehr krasse Energie. Ich sehe hier weibliche Energie, eine Frau, die sich nicht traut, Wahrheit auszusprechen. Und gleichzeitig sehen wir das Männliche, die auch nach den Worten sucht. Und obwohl eigentlich beide das eine wollen, obwohl beide ein Teil von dem Ganzen sind,
ist es hier gegensätzlich. Und vielleicht gerade deswegen muss es gerade so sein, deswegen ziehen sich beide gerade so an, weil beide sich irgendwie ähnlich sind. Ja? Hier traut man sich nicht, die Wahrheit auszusprechen. Vielleicht geht es hier um deine Gefühle, was du empfindest diesem Menschen gegenüber. Obwohl du dir eine starke Veränderung in deinem Leben gewünscht hast und obwohl du eigentlich auch mit dem Alten schon fertig bist, 7 der Münzen, man 7 steht für einen Beziehungszyklus. Du weißt auf jeden Fall, all das, was du gesetzt hast in die Erde, trägt auf jeden Fall Früchte. Vielleicht hast du auch Kinder mit vergangenen Beziehungen. Und du weißt auf jeden Fall, dass die vergangenen Beziehungen keinesfalls in die Tonne geschmissen werden können, die Erfahrungen, die anderen Timelines. Das ist auch eine starke 7, sehe ich hier, aus 7 Generationen reinkarniert eine Seele in die Familie. Im Russischen sagt man sogar über die Beziehung Simja. Und das wird so, Ja ist ich und Sem ist 7. Also 7 mal ich. Und 7 mal ich bedeutet Familie. Und das fühlt sich auch hier so an, als weißt du, dass du dass du angekommen bist, dass du fertig bist, dass du reichliche Erfahrung gesammelt hast und das, was du jetzt durchlebst, und das ist jetzt auch die Botschaft an dich, das, was du jetzt durchlebst, ist keinesfalls schlecht. Was ich auch hier sehe, man hat sich quasi diese Lebenssituation tatsächlich gewünscht und bestellt, nicht nur zu wissen, was man möchte, sondern zu wissen, was man möchte und es nicht aussprechen zu können. Das ist eine Erfahrung, die du bis jetzt noch nicht gesammelt gehabt hast in deinen vergangenen Leben. Zu wissen, wo man angekommen ist, wissen, was man möchte und es nicht aussprechen können. Erinnere dich gerne auch an dieses Leben, an die Situationen in deinem Leben. Womöglich konntest du dir überall das im Leben bekommen und holen, was du nur wolltest. Sprich, du hast dir was gewünscht, ausgesprochen und es ist zu dir geflossen. Und jetzt geht es um Beziehung und du merkst, dass du es nicht kannst. Und ich möchte dich mit dem Gedanken vertraut machen, dich an eine Denkweise, dich für eine Denkweise offen machen, dass das, was du jetzt erlebst, ist deine eigene Bestellung, weil ein höherer Sinn dahinter besteht. Ich lade dich ein, in die höhere Perspektive zu gehen, in ein größeres Bild zu gehen und links und rechts zu schauen. Warum? Jetzt frage ich dich, warum bestellt man sich eine Situation? Du bist sehr tiefgründig, Skorpion. Lass uns hier gemeinsam hineinschauen. Warum bestellt man sich eine Situation, die man sich eigentlich wünscht, aber nicht die Wahrheit, also nicht die eigene Wahrheit aussprechen kann? Du bist ein sehr weise und mystisch und tiefgründig. Deine Skill ist, und das ist mir erst gestern, ich habe ein krasses Buch gelesen gestern, wo es um Planetenchakras ging und Sternzeichen, und das mir zum ersten Mal, weil ich selber doppelte Skorpion bin und viel Skorpionenergie in mir trage, habe ich da gesehen, dass Skorpions Eigenschaft ist, übrigens deine Chakra ist Solarplexus Chakra, viel Feuer, Lebenslust, Lebensgestaltung. Du stehst für die weibliche Energie, für die weibliche Seite von Solarplexus, der Aries, warte mal, wie sagt man im Deutschen? Der Widder, weil ihr beide vom Mars regiert werdet, übernimmt den männlichen Anteil der Solarplexus. Jede Chakra, außer die Kronchakra, hat weibliche und männliche Seite. Und du repräsentierst die weibliche Seite von Solarplexus. Sprich, und deine Aufgabe ist als Chakra, du hast die Gabe, wie soll ich sagen,
auf die Ressourcen eines Menschen aufzupassen. Die Persönlichkeit, die Solarplexus, ist unser Ausdruck der Persönlichkeit, unser Feuer, Leidenschaft, steht auch für das Sexuelle. Und die Kraft des Skorpions ist, darauf aufzupassen, dass diese Energie nicht umsonst vergeudet wird, dass man die nicht umsonst zerstreut. Ja, du bist quasi, du managst die Lebensenergie. Das ist deine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und das ist wichtig, dass du das für dich verstehst und verstehst, warum du manchmal bei anderen aneckst, warum manche denken, du würdest sie verletzen oder du würdest zu direkt sein oder du bist zu mystisch. Klar, du siehst zwischen den Zeilen, du siehst, wo das hinführt, ein gewisser Lebensstil, wenn der Mensch nicht aufpasst, weil du mit der Lebenskraft, Life Force, direkt verbunden bist. Wenn du so möchtest, sitzt du quasi an der Verteilestelle und du weißt ganz genau, was es einem gut tut und was nicht. Welche Tätigkeit, welche Beziehung, welcher Job, welche Lebensweise einem gut tut und was nicht. Wo schöpft man viel Lebenskraft, Energie und wo verliert man? Weil man zum Beispiel nicht aufpasst, dass man viele Energiesauge vielleicht um sich drumherum hat, dass man vielleicht auch unter anderem zu viel erzählt. Deine Seele weiß ganz genau, wofür du die Energie jetzt gebrauchen kannst. Und der Fakt, dass du jetzt nicht die Wahrheit aussprechen kannst, hat einen höheren Sinn, weil du gerade deine Energie für das Aufarbeiten der Vergangenheit brauchst. Du brauchst quasi jetzt viel Zeit, um nochmal, sagen wir mal so, wenn du jetzt die Wahrheit aussprechen würdest, würdest du ja wissen, wie es weitergeht. Allerdings würdest du aus dem Ort wegziehen, würdest du aus deiner Wohnung wegziehen, würdest du ganz anderen Lebensstil führen und tatsächlich auch örtlich gesehen dort nicht mehr präsent sein, wo du jetzt bist. Dort, wo du jetzt aber bist, wo du gerade herkommst, ist ein wunderschöner Ort. Weil du hast extremst viele Erfahrungen, viele Menschen mitgebracht in deinem Rucksack sozusagen. Da sind ganz, ganz viele Rosen, die jetzt angeschaut werden möchten. Du hast eigentlich jetzt 10, 20 Jahre einen Garten aufgebaut. Und das ist so, als würdest du aus dem Haus ausziehen und die Blumen dir gar nicht anschauen, um die du dich täglich über Jahre hinweg gekümmert hast. Und wenn man quasi so in die Tonne wegschmeißt und so handelt und einfach immer weiter, 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 mehr, 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 neu, 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 so eine Lebensweise führt, fühlt man sich irgendwann leer, weil man nicht bewusst und dankbar mit Erfahrungen, mit Menschen, mit von mir sogar Gegenständen, mit sich selbst umgeht. Und der Fakt, dass du jetzt quasi die Wahrheit nicht aussprechen kannst, ist unter anderem, weil du jetzt noch Zeit benötigst, um deinen wunderschönen Garten der Erfahrungen zu bewundern. Du musst da gar nichts mehr tun. Das Schöne ist, du musst jetzt nichts mehr tun. Du hast jetzt auf dieser schwarz-weißen Straße, ja, auf diesem Leben, in diesem Lebenszeitraum der Getrenntheit, schwarz-weiß Getrenntheit zwischen Mann und Frau, extremst viele Erfahrungen gesammelt. Du bist in sehr, sehr vielen Generationen reinkarniert worden, vielen Konstellationen, wo es meistens um die Getrenntheit ging. Und das, was jetzt passiert, diese Beziehung, die du jetzt anstrebst, die du schon riechst, die eventuell sogar in deiner Griffsnähe ist, ist tatsächlich jetzt 10. Kelche. Da bekommst du endlich all das, wovon du schon immer geträumt hast. Da kommen diese 10 wieder zur Geltung. Ja? Und 10 wissen wir, 1 plus 0 ist auch neuer Zyklusbeginn. So, ich möchte dich nochmal daran erinnern, warum du dich für diesen Zyklusabschnitt Neubeginn Gestaltung entschieden hast. Weil womöglich in vergangenen Leben, und da möchte ich dich alleine schon auf das Leben deiner Eltern aufmerksam machen, bist du meistens weggerannt.
ins andere Land, in andere Beziehung und so weiter. Was dazu geführt hat, dass du zum Ende des Lebens dich leer gefühlt hast. Und diesmal, weil du weißt, das ist dein letztes Spiel hier, bist du weise, du hast gelernt. Deswegen gilt es jetzt, deinen vergangenen Erfahrungen, deinen vergangenen Beziehungen, Menschen, die den letzten 7, den letzten 17 Jahren dir begegnet sind, auch vielleicht sogar 14 Jahre, 2 Beziehungszyklen, dankbar zu sein, vor allem auch sich selbst dankbar zu sein. All das, was du erlebt hast, als eine Rose, als ein Geschenk zu sehen. Weil wenn wir das als Geschenk nicht sehen, gehen wir blind durchs Leben und machen die gleichen Fehler, sagen wir so, und wundern uns, warum wir uns gefühlt immer wieder im Kreis drehen, warum wir immer wieder die gleichen Themen mit unseren Partnern haben. Und das willst du aber nicht. Du willst keinesfalls die Reproduktion der vergangenen Beziehung, nicht ausschließlich. Ihr hattet auch schöne Momente, ihr habt auch schöne Zeiten. So sehe ich das für mich und so gebe ich auch immer an meine Klienten eine Inspiration für die neue Gestaltung der Beziehung und des Lebens, dass man zurückschaut und schaut, was war gut, was möchte ich genauso übernehmen. Dann zu schauen, was war nicht so gut, was will ich keinesfalls wieder erleben. Dass man sich dessen bewusst ist und sich auf das Gegenteil ausrichtet. Zum Beispiel, wenn man eine Beziehung erlebt hat, bei der man sehr viel gearbeitet hat und überhaupt dich nicht gesehen hat, weißt du zu 100%, dass es nicht deine Art von Beziehung ist. Du willst so nicht mehr leben, weil du weißt, es tut der Beziehung nicht gut. Es ruiniert nur, es gibt viel Unklarheiten. Es mangelt einfach an der gemeinsamen Zeit. Weil das dauert dann Zeit, um sich wieder aufeinander einzustimmen. Dann hat man vielleicht ein, zweimal im Jahr Urlaub. Das ist zwar schön, aber man wird erst warm sozusagen, ne? Und dann geht es wieder auf Arbeit und man verliert sich wieder. Du willst aber Tiefe, du willst Freiheit, du willst dich nicht extra jeden Tag auf den Partner neu einstimmen. Am Ende darf das jetzt jeden Tag immer mehr tune in, tune in, tune in. Also, dass man immer, immer mehr ineinander quasi sich miteinander verflechtet. Bedeutet, aus den vergangenen Erfahrungen, wie quasi bei dem Pflegen von Pflanzen, vom Gemüse, welches Wetter tut dem Gemüse gut, welches Gießverhalten war vielleicht zu viel, wo habe ich zu viel Emotionen reingesteckt, wo hätte ich vielleicht weniger machen können, dass du einfach weise mit deinem Leben umgehst, dass du weise mit deinen vergangenen Erfahrungen umgehst und es nicht in die Tonne schmeißt, sondern jetzt dich hinsetzt und weise mit deinen vergangenen Erfahrungen umgehst. Nochmal dich hinsetzt, aufschreibst, das können von mir aus auch 7 Themen sein, 7 krasseste Erkenntnisse aus deiner letzten Beziehung. Und dann merkst du, da kommt mir noch aus der anderen Beziehung was hoch. Und da wird mir auch was klar. Wunderbar. Mach das dir bewusst. Wenn du es dir dessen bewusst bist, kann es dich nicht mehr verletzen. Tappst du dann nicht mehr im Dunkeln. Du hast es vor der Flinte und du weißt ganz genau, ob du das wieder erleben möchtest oder nicht, ob du deine zweite Chance geben möchtest oder nicht und so weiter und so fort. Du willst ein selbstbestimmtes Leben führen. Am Ende möchtest du ein Leben führen, bei dem du auch, indem du Wahrheit aussprichst. Ja, aber dein Schwert zeigt nach oben, bedeutet, komm mir nicht zu nah. Komm mir nicht zu nah, weil ich selber nicht weiß, was ich möchte. Ich weiß es eigentlich, aber das, was ich gerade ausspreche, bezieht sich nicht auf dich. Bedeutet, das ist quasi so, als würdest du Selbstgespräche mit dir führen, weil die notwendig sind. Weil das, was du quasi siehst, ich würde mal so sagen, stell dir vor, du sitzt auf einer Wiese und du schaust gerade das Leben, dein vergangenes Leben, deine vergangenen Lebenserfahrungen. Und du gehst nochmal in die Situationen hinein, du möchtest vielleicht noch mit zu deinen Eltern was aussprechen, vielleicht hat sich da noch Wut, Angst angesammelt, unausgesprochene Themen. Man will sich bereinigen, bevor der neue Partner in die Wohnung eintritt, möchte man aufräumen, möchte man die Bilder von der alten Beziehung endlich vielleicht runternehmen, ja, sich auch davon emotional befreien, nicht mehr ständig getriggert werden. Und wenn aber der Partner jetzt dir nahe kommen würde, würde er dich hören,
und es vielleicht missverstehen, weil das, was du da sprichst, gar nicht an ihn gerichtet ist und das, was du da sprichst, vielleicht noch gar nicht bewusst ist. Sprich, die Zeit wird dir gerade geschenkt, um eine Bewusstheit über deine Sprache zu finden, dass du jetzt im stillen Kämmerchen sozusagen für dich deine neue Sprechweise für dich entwickelst und entdeckst. Denn die Sprache, das ist die Halschakra, indem du dein Herz immer, immer mehr heilst, weil aus dem Solarplexus fließt die Energie weiter ans Herz, dann an den Hals sozusagen, an deine Chakra, an deine Halschakra, drittes Auge und dann nach oben zur Krone. Du möchtest eine gesunde, liebevolle Sprachweise haben. Und die hast du eventuell noch nicht. Du glaubst, dass es automatisch durch den neuen Partner kommen wird. Es wird aber nicht kommen, weil du es selber noch nicht enträtselt hast. Deine Aufgabe ist tatsächlich, deine eigene Wahrheit für sich rauszufinden, was dir gut tut, was nicht, und nicht von den alten und fremden Mustern ständig die Wiederholung zu erleben, dass du so sprichst wie der vorgehende Partner, dass du so sprichst wie die Eltern. Und obwohl du dachtest, na, so ist es ja so, das ist wie ein Kind, was über Jahre geprägt wurde, über eine Glaubensweise, zieht dann aus, geht in die Welt und merkt, ach so, meine Gleichjährigen, zeigen mir, man kann auch anders, man kann sich auch anders ausdrücken, ich kann auch andere Worte verwenden, ich kann mich auch anders ausdrücken. Am Ende, was jetzt passiert, du wirst erwachsen. Und entweder bist du gerade 7 Jahre alt, bei manche sind schon 14 oder 21. Erinnere dich bitte an das Alter, welches Alter fühlt sich für dich am vertrautsten mit diesem Lebensphase gerade? Welche Lebensphase erinnere dich aus der Vergangenheit? Weil da kann das sein, vielleicht hast du dir mit 7 Jahren etwas gewünscht, konntest aber nicht aussprechen oder hast die Sprechweise deiner Geschwister, deiner Eltern übernommen, vielleicht sogar der Kirche, in die du gegangen bist oder anderen Erwachsenen. Und dein inneres Kind wusste ganz genau, dass es nicht deine Sprache ist. Was jetzt wichtig ist, Skorpion, dass du deine eigene Sprache für dich findest. Es ist nicht verkehrt, durch einen engen Austausch, Freundschaft, Beziehung, natürlich Sprechweise von einem anderen anzueignen. Der Mensch ist aber nicht mehr in deinem Leben. Hier gilt es, dankbar die Person loszulassen, das Positive, das Gute für sich mitzunehmen, das Negative in Vergebung zu loslassen, zu erkennen, was nun eigentlich deine eigene Sprechweise ist. Damit eure beiden Schwerter nach unten zeigen. Und hier siehst du Sprechweise, bei der du dich erklären musst, Sprechweise, bei der du dich bestätigen musst, bei der du dich quasi. Ich sehe hier ein kleines Kind, was ich rechtfertigen muss. Obwohl tief innerlich weißt du, das ist nicht notwendig. Ich muss nicht extra etwas sagen, um von anderen Personen geliebt zu werden. Du willst bedingungslose Liebe, auch von einem neuen Partner. So gilt jetzt diese bedingungslose Liebe dir selbst zu geben, indem du dir ihn anschaust, deinen männlichen Part. Vielleicht gibt es auch jemanden im Außen, der gerade nach Worten sucht, weil er spiegelt gerade dich selbst. Das ist das, was du willst. Du willst selber manchmal sogar sagen können, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen? Ja, wie soll ich sagen, dass man quasi über Kommunikation spricht. Dass du dir selbst erlaubst, es manchmal nicht zu wissen und während im Gespräch herauszufinden, was du darüber denkst. Ich sehe, dass du in der Kindheit so trainiert wurdest, sofort eine Antwort zu geben zu müssen, sich für etwas rechtfertigen zu müssen. Und wenn du in dem Moment vielleicht nicht so schnell reagiert hast, ist die andere Person aufbrausend geworden, vielleicht dein Elternteil, vielleicht deine Mama oder dein Papa, sodass du
irgendwann ganz zugemacht hast und ganz, ganz ängstlich geworden bist und wusstest gar nicht, was richtig, was falsch ist. Und hast womöglich Partnerschaften angezogen, bei denen du die Verantwortung an den Mann übertragen konntest. Sodass der Mann für dich deine Wahrheit ausspricht. Und jetzt merkst du aber, du bist kein kleines Mädchen mehr. Du kannst dich um dich selbst kümmern und sorgen. Und was jetzt passiert, dass du dir selber erlaubst, deine eigene Wahrheit zu finden. Und diese Wahrheit ist viel entspannter, viel ruhiger. Da brauchst du deine Stachel nicht mehr im Außen benutzen, um dich zu beschützen. Deine Stachel liegt still. Das Schwert ist still. Das ist eine ruhige Kommunikation. Du strahlst einfach. Du strahlst so viel Sicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstliebe aus, dass du dadurch den anderen sofort zeigst, woran die anderen bei dir sind, ohne überhaupt viel sprechen zu müssen. Und das ist auch die Beziehung, die du brauchst, ohne Rechtfertigung. Jeder sucht weiter nach neuen Worten, nach neuen Glaubenssätzen. Und das ist völlig in Ordnung. Erlaube es dir. Na, hier schau mal, zwei Flügel, wunderbar. Erlaube es dir, neu zu lernen. Du bist jetzt deine eigene Mama. Dein Kind ist neu geboren. Und dein Kind kann vielleicht noch nicht sprechen. Dann heißt es nicht, sich lustig darüber zu machen, dass das Baby nur oder macht, sondern zu verstehen, was möchtest du mir sagen? Wenn du Kinder hast, erinnere dich daran, was hast du gemacht, um dein Kind zu verstehen, was dein Kind von dir möchte und was das Kind generell gerade im Moment möchte, was möchte es dir sagen? Und du bist extremst, ne? Extremst mystisch, du bist extremst empathisch, das brauche ich dir nicht erklären. Du weißt, wie du dich mit der anderen Person verbindest. Und jetzt gilt es, diese innere Verbindung mit sich selbst herzustellen. Was möchte mir dieses kleine, eingeschüchterte Mädchen sagen? Sprich zu dir selbst. Selbstgespräche ist das, was deinen Liebesdurchbruch ermöglichen wird. Selbstgespräche, indem du anfängst, je mehr, je schneller du anfängst, das zu tun, desto mehr wirst du sehen, wie die Wunde im Außen geschehen. Weil was passiert? Du möchtest gerne in eine neue Beziehung, du traust dich aber gar nicht zu sagen, dass du das überhaupt willst, weil dir verboten wurde zu wollen, weil dir verboten wurde, sich selbst zu äußern, deine eigene Wahrheit auszusprechen. Du willst aber mit dem neuen Mann Wahrheit aussprechen, wenn du aber gar nicht weißt, was deine eigene Wahrheit ist, und das weißt du mittlerweile. Jetzt geht es nur darum, deine eigene Wahrheit auf die Zunge zu legen und sie klingen zu lassen. Hör die Musik, die dir gefällt. Drücke dich so aus, wie du möchtest. Und fühl dich gut dabei, ohne darauf zu warten, was die anderen sagen. Das ist jetzt die höchste Prüfung, sag mal so, in diesem Abhängigkeitsverhältnis, was Anerkennung betrifft von den anderen. Wenn deine Eltern noch leben, triff gerne dich mit ihnen, sprich über deine neuen Lebenserfahrungen, bekehre sie nicht zu nichts, aber lebe dein neues Sein in der Freiheit und du wirst sehen, wie die Wunder geschehen, dass sie das ansteckt. Am Ende sind alle kleine, eingeschüchterte Kinder. Und du bist jetzt, du machst den ersten Schritt. Und die Frau darf die Wahrheit aussprechen. Das ist tatsächlich die Aufgabe der Frau in dieser Konstellation, von einem inneren Kind die Wahrheit aussprechen, was dazu führt, dass du auch dem Mann helfen wirst, zu erkennen, wonach er eigentlich sucht. Vielleicht weiß er gar nicht, dass er sucht. Oder er weiß gar nicht, wonach er sucht. Und indem du anfängst, dir selbst einzugestehen, was du möchtest, hilfst du ihm zu verstehen, ob das, was du darstellst, das ist, wonach er sucht. Weil in deinen Augen sind seine Flügel viel größer. In deinen Augen ist er viel freier in seiner Lebensgestaltung. Der erlaubt sich viel mehr, als du dir selbst erlaubst. Aber was er von der Frau braucht, dass sie ihm seine eigene Meinung sagt über sich selbst, über ihre Wünsche und Bedürfnisse. Nicht
das verdrehte Bild oder das antrainierte Bild der Vergangenheit, der alten Beziehungen, eine wilde, freie Frau. Und das bist du, wenn du anfängst, ins Selbstgespräch zu gehen, deine eigene Wahrheit, eine hohe Priesterin zu predigen sozusagen, zu leben, ohne es aufzuzwingen, du lebst es einfach und du genießt dich. Und das wird euch beiden helfen, endlich diese Vermählung zu sehen. Er sehnt sich sein Leben lang nach einer wahren Verbundenheit, nach einer echten Hochzeit, nach 10 der Kelche, nach 10 der Gefühle, damit er sich endlich zur Ruhe setzen kann, damit er endlich im Frieden sein kann, mit sich selbst, mit seinen Gedanken, weil womöglich er nie die Ruhe finden konnte in seinem Leben. Das war auch seine Entscheidung. Okay? Und du hast es bereits vollzogen. Intrinsisch hast du festgestellt, dass in deinem Leben du auch dich nach etwas strebst und suchst. Und rückwirkend weißt du, dass eine glückliche Beziehung eine solche ist, bei der man sich so in diesem Zustand wohlfühlt. Denn womöglich hattest du Beziehungen erlebt, die vielleicht sogar auch mit Heirat verbunden waren. Ihr wart verheiratet, aber du hast dich nie sicher gefühlt. Du konntest dich nie quasi zurückziehen und wissen, es ist alles gut. Die Beziehung steht hinter mir, der Mann steht hinter mir. Und das ist das, was ihr beide wollt. Das ist auch der Touch der diese neuen Beziehung sozusagen. Das heißt, der Durchbruch nochmal passiert dadurch, indem man erkennt, dass man ein Unterprogramm läuft, was einem nicht erlaubt, seine eigene Wahrheit zu denken und auszusprechen. Das geht sogar so weit, dass wenn du anfängst, so zu leben, vielleicht machst du es bereits schon, dass deine Kleidung, dein Auto, dein Arbeitstisch, deine Klamotten, habe ich schon gesagt, dein Auftreten, deine Schminke, deine Haare sich komplett verändern. Es wird immer mehr natürlicher. Es ist nicht schreiend, es ist nicht, du versuchst mit deinem Auftreten nicht zu erzwingen, du liebst es einfach. Das wird weicher, entspannter, bequemer. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das wird bequemer, weil du dir selbst bequem wirst. Weil du merken wirst, dass Frau sein eine Gabe ist. Frau sein geil, Frau zu sein ist geil. Frau zu sein bedeutet nicht ständig kämpfen zu müssen. Und das ist das auch, was das Männliche möchte. Endlich ruhig leben. Ihr sprecht von dem Gleichen. Ja? Und ja, du hast dir vielleicht vor 10 Monaten oder vielleicht sogar schon vor 10 Jahren was gewünscht, eine Veränderung gewünscht. Und seit diesem Punkt suchst du im Inneren. Ja. Vielleicht ist auch ein Schicksalsschlag passiert, ist jemand gestorben, eine Krankheit aufgetreten, was dir nochmal aufgezeigt hat, wie wertvoll das Leben ist, dass du bewusster mit dem Leben umgehst, mit deinen Erlebnissen umgehst. Ja. Vielleicht ist auch jemand verstorben aus der Familie und du gemerkt hast, der ist zu früh gegangen oder sie ist zu früh gegangen. Sie hätte noch viel mehr oder er hätte noch viel mehr aus ihrem, seinem Leben machen können. Ja, und das ist deine Chance jetzt. Vielleicht ist es auch unterschwellige Erinnerung an die vergangenen Leben, dass du zu früh gestorben bist, ohne deine Wahrheit ausgesprochen zu haben. Und in diesem Leben hast du noch viel Zeit und eine wunderbare Chance, das anders zu machen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, mein zauberhafter Skorpion. Ihr habt das beide verdient, seid liebevoll miteinander. Ihr seid euch viel ähnlicher, als du denkst. Und tatsächlich, das Männliche braucht deine Hilfe auch. Aber du kannst nur dann jemandem anderen helfen, wenn du weißt, wovon du sprichst. Weil hier geht es um eine Kommunikation ohne Worte tatsächlich. Hier geht es um die Energie, hier geht es um die Ausstrahlung. Ja, hier geht es um die Leichtigkeit. Mhm. Weil er sucht nach Worten, er sucht nach Kommunikation, er sucht nach Gedanken und er fliegt zu dir und sieht aber, dass du selber noch gefangen bist. Deswegen sagt er, okay, dann ist noch nicht die Zeit.
Polizei geben auf, dass die Zeit ist, aber nur so, dass du dich wohlfühlst dabei. Ja. So viel dazu, mein lieber Skorpion. Danke fürs Anschauen. Wenn du gerne dein Thema, dein Beziehungsthema jetzt endlich auf ein neues Level bringen möchtest, dann breche gerne mit mir gemeinsam jetzt am Sonntag durch. Das ist, wenn du es dir am Samstag anschaust, ist es morgen. Es gibt noch die Möglichkeit, sich anzumelden, noch die wenigen Plätze. Sei dabei, den Anmeldungslink findest du unten in der Videobeschreibung. PayPal oder Banküberweisung, unten ist erwähnt, wie du bezahlen kannst. Ich freue mich auf dich, sei dabei, danke fürs Zuschauen, bis dann.